Hallo und herzlich willkommen hier in Quinsburg. Schön, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt. Heute grillen wir wieder. Wir sind noch nicht in der Grillecke, wir machen es noch ein bisschen Indoor und Outdoor, was ja nicht schlimm ist. Es ist wieder einer dieser Momente, wo man halt so morgens aufwacht und denkt, boah, wenn ich das mache und das kombiniere, das wird bestimmt geil. So, wie so eine Schwangere, die auf jeden Fall so einen Hieper hat nach irgendwas Bestimmtem und das jetzt sofort her muss. Ja, hatte ich heute auch. So, ihr kennt das alle. Nudeln mit Tomatensauce, ein ganz normaler Klassiker. Ne? Macht mal jeder. Also. Ja, feine Hund. Komm, lass durchs Bild. Bist du ein guter Hund. Toll. Junge, raus mit dir. Wir gehen auch gleich raus. Wir müssen auf jeden Fall grillen. Du, Nudeln mit Tomatensauce. Dazu brauchen wir Nudeln. Dazu brauchen wir mal so eine ganz normale, typische Tomatensauce. Je nachdem, was ihr so gerne mögt. Ihr könnt auch eine Pizzasauce oder sonst was dergleichen. Ich mache so eine DDR-Tomatensauce, die im Endeffekt nur aus Ketchup, Mehl und ein bisschen Gemüsebrühe besteht. Mehr ist das ja immer nicht. Und Zwiebeln, ein paar Gewürze. Und dann schneidet man normalerweise ja so ein paar Würstchen rein. Oder so Jagdwurst oder Reste halt. Oder alte Salamis oder keine Ahnung. Und das ist immer ganz geil. So. Das wird unser Topping heute. Dann müssen wir nachher aber noch an den Smoker. Warum, verrate ich noch nicht. Werden wir gleich sehen. Und für meine Idee und für meinen Plan brauchen wir jetzt diese Nudeln, die super heiß sind. Scheiße. Was mache ich denn bitte? Die sind super heiß. Naja, im hübsch Anrichten war ich noch nie gut. Wir nehmen jetzt noch eine handelsübliche Bratwurst dazu. Jetzt habe ich mir noch nicht so ganz überlegt, wie ich das mache, weil, wie gesagt, es ist meistens ja eine dumme Idee, wenn ich so einen Scheiß mache. Und vielleicht sind es auch zu viele Nudeln. Vielleicht ist die Idee gar nicht so gut, die ich da habe. Ja, das ist also der spannendste Teil daran. Jetzt bräuchte man so einen Heiko hier, der macht sowas ständig. Und dann gläst er das noch und dann ist das irgendwie cool. So, dann nehme ich hier so ein Hotdog-Gerät. Das muss hier so rein. So. Die Brötchen sind auch nicht so geil dafür. Ich hätte auch einfach viel größere Brötchen holen sollen. Ich hätte alles viel größer machen sollen. Einfach eine Riesenwurst mit einfach noch einer Tonne Spaghetti und einfach 10 Rollen Bacon. Das wäre einfach auch fett. Dann brauchen wir noch eine Wurst. Aber die ist ja auch heiß. Eine ganz schön dicke Wurst. Umso dicker die Wurst, umso dicker der Hotdog. Jetzt kommt nämlich unser Topping drauf. Unsere schöne selbstgemachte Tomatensauce, die muss hier noch rüber. Die darf hier richtig schön rüberlaufen. Ich meine, das saugt das ganze Brötchen ein. Das wird nachher sowieso ein Fest, das zu essen. Das wird bestimmt eine richtig schmutzige Angelegenheit. Aber es ist ja eigentlich immer so mit Nudeln mit Tomatensauce. Und mehr gibt es ja heute nicht. Nudeln mit Tomatensauce in einem Hotdog. Oh, ist das pervers. Ist das pervers geil. Ist das fett. On top. Brauchen wir jetzt noch ein bisschen Käse. Fett, fett, fett. So, und jetzt ab in den Smoker damit. 180 Grad. Tschüss. Schauen wir uns das mal an. Oh ja, das sieht gut aus. Genauso wollte ich das. Schau dir das an. Oh, herrlich. Fantastisch. Fantastisch. Oh ja, so wollte ich das. Gut, ich schneide euch das jetzt nicht an. Ich will das jetzt essen. Und gegessen wird natürlich wie immer off-cam. Also. Bitte wieder! Also. Macht's gut.